guten Abend miteinander. Heute haben wir wieder mal einen Studiogast bei uns, nämlich einen der Coop-Metzgermeister. Herr Schneeberger, man sagt ja, je frisches Fleisch, desto besser Qualität. Ist das richtig? Beim Schweinigen bin ich einverstanden. Aber beim Rindfleisch ist eine gute Lagerung besonders wichtig. Wir sehen hier verschiedene Stücke vom Rind. Ist das Lager bei allen gleich? Besonders gefragt sind Stücke vom Hinterviertel. Da ist eine gute Lagerung besonders wichtig, um einen saftigen Rind zu braten oder ein zartes Steak zu bekommen. Haben Sie für unsere Zuschauer noch einen speziellen Tipp? Wichtig ist, dass Sie das Fleisch in heißem Fett gut anbraten, damit sich die Poren sofort schließen. Brotnige Fleischstücke sollten Sie beim Kehren nur ganz leicht am Rand anstechen. Dann bleibt der wertvolle Saft im Fleisch innen und macht das Fleisch besonders zart. Dankeschön, Herr Schneeberger. Sie sehen, beim Coop-Metzger sind Sie gut beraten. Und Coop-Metzgereien sind ja bekannt für Ihr reichhaltiges Angebot. Jeden Tag können Sie bei Coop von besonders günstigem Fleisch- und Charcuterie-Angebot profitieren. Und jetzt habe ich noch eine Meldung von einer Neueröffnung. Gerade heute ist wieder ein neues Coop-Center aufgegangen, in Seefrätigen im Kanton Zürich. Natürlich mit einer Metzgerei und einem grossen Angebot an Früchte und Gemüse und einer schönen Blumenabteilung. Aber jetzt Achtung, für den 10'000-Franken-Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte an. Coop Mittwochstudio. Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 29. Mai. Die Aufgabe ist einfach, notieren Sie drei von den Coop-Aktionen, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.